Es gibt noch mehr Meldungen, dass die Rikers Menschen als Geiseln halten. Aber seien Sie vorsichtig. Hören Sie, falls Sie etwas brauchen, egal was, lassen Sie es mich persönlich wissen. Es wäre mir eine Ehre und ein Vergnügen. Und falls Sie wissen, wo ich eine dieser genialen Uhren herkriege, sagen Sie es mir bitte. Jetzt musst du am Samstag mit in diese Brauerei in Brooklyn kommen. Du lernst dein eigenes Bier zu brauen. Wir gehen alle. Bierbraukurse und Brooklyn-Hipster? Welches Jahr haben wir? David steht total auf dich. Ich setz dich auf die Liste. Todlangweilig. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Aufrücken! Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Zurück hinter Gitter.
endlich. Oh, vielen Dank. Das war echt cool. Schrecklich. Vielen Dank. Ich muss so schnell wie möglich... Agent, ich muss Ihnen nicht mehr sagen, wie großartig Sie sind. Aber solange wir hier noch in Funkverbindung stehen, muss ich es einfach loswerden. Geil. Sie sind mein großes Vorbild. Und zwar in Mode und Lifestyle. Vielleicht treffen wir uns mal, wenn das alles vorbei ist. Hey Süßer, du rufst ja früh an. Hey, ja. Also hör mal, irgendwas läuft hier total aus dem Ruder. Wir müssen raus aus der Stadt, sofort. Was, wovon redest du überhaupt? Kannst du eine Tasche packen? Die kleine grüne, nur so das Nötigste. Nicht zu schwer, ich hol dich gleich ab, wir müssen schnell machen. Baby, was ist denn los? Ich kann nicht, also wir können nicht warten, sonst hängen wir fest. Sie werden bald die Insel absperren. Okay, ich pack die Tasche. Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Ach, verarsch mich nicht, Mann! Niemand hilft hier irgendjemandem! Bitte! Ich hab Familie! Ich nicht. Nicht mehr. Es heißt, tötet sie stirbt. Einfach alle! Lasst sie nicht entkommen! Willst du sterben? Lasst sie nicht entkommen! Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Zeigt es ihn! Ist gerillt! Komm schon, kämpft! Das ist eure Chance! Vorsicht vor dem Ding!
Zivilisten sind jetzt sicher. Ich wünschte, ich könnte mich revanchieren. Markierte Position in der Nähe. Hier Sparrow 3, over. Wir sind gleich bei Ihnen. Die Rikers hassen uns. Sie haben es echt rumgerissen. Warnung! Feindkräfte nähern sich! Das Trop ist überall! Verdammt! Das hört nicht auf! Sauber! Erledigt möglichst auf Distanz. Das ist unsere Chance! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Achtung, das sind die Cleaners! Ich Glück für die Stadt, dass sie auf unserer Seite sind. Die Rikers hassen uns. Achtung! Das sind die Cleaners! Sauber! Kämpft taktisch, dann schlagen wir sie! Komm schon, eliminiert die Bastarde! Sparrow 3 hier. Sind an ihrer Position und startbereit. Super Schuss. Kämpft taktisch, dann schlagen wir sie. Keiner überlebt. Ist gerät. Die Säcke müssen sterben. Gegner neutralisiert. Ohne sie wäre das ganz anders ausgegangen. Ich bin stolz, mit ihnen zu kämpfen. Eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Wow, das war knapp. Gute Arbeit.
ein Kinderspiel! Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Thank you.
Bastardo egoísta. JTF-Verstärkung angefordert. Ich halte den Winter aus. Warnung, Gegner nähern sich. Holt sie da aus der Deckung. Ich stürme vor. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Improvisierte Sprengvorrichtung entdeckt. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Warnung, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Alarm, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Ladung gesichert. Aufnahmestelle an JTF Security übermittelt. Daten gescannt. Lade Dateien. Wir haben einige belastende Beweise gefunden, dass große Firmen nachlässig waren. Und die Vermutung, dass jemand dem Heilmittel dichter auf der Spur war, als wir dachten. Wir müssen die Person finden, von der die Beweise stammen. Wir suchen nach einer Whistleblowerin, einer Wexix-Angestellten namens Judy Walters. Sie wurde zuletzt in der Zentrale von Wexix gesehen.
Spiel. Schön, dass Sie wohl auf sind. Alle mal am Arsch lecken. Ja, verdammt! Erledigt ihn! Tut mir leid für dich! Ja, diese Bastard! In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Das sind keine Monster, Mr. Valesi. Ich werde noch mal versuchen, Sie zu überzeugen. Story, egal, ob Sie sie überzeugen oder nicht. Hören Sie, Sie müssen das ja nicht selten. Aber wenn Sie mir eine Art Beweis liefern kann... Tut mir leid, Sir, aber ich muss Sie bitten zu gehen. Ich rufe zurück. Nur trocknen. Gönnen Sie uns nur... Tut mir leid, aber Sie müssen die Sachen mitnehmen und den Bereich verlassen. Das ist Privatbesitz und Sie halten den Verkehr auf. Hier ist kein Verkehr, Mann. Ach, kommen Sie! Aktives Echo-Signal geortet. Bleiben Sie dran. Mr. Valesi, ich meine es ernst. Ich rede erst, wenn ich Ihnen eine zweite Chance gegeben habe. Und ich hoffe, Sie überzeugen Sie. Aber wenn nicht, warte ich draußen auf Sie. Ich gehe um 7 auf Sendung. Judy, der Aufsichtsrat verlangt nach Ihnen. Mann, das wird langsam verrückt da draußen. Ich wollte mich schon krank melden. Mein Hals ist ganz rau, aber mit den bevorstehenden Gehaltsverhandlungen... Hey, Judy. Judy? Erfasse ein Echo in der Nähe. Judy, wo wollen Sie hin? Wissen Sie, mit ein paar Leuten und Ressourcen wäre das Heilmittel schnell entwickelt.
Ich dachte, man könnte vielleicht, nur vielleicht, die Menschlichkeit voranstellen. Security. Matthew, Mrs. Walters kommt runter. Könnten Sie sie festnehmen? Judy? Okay. In ein paar Monaten haben wir vielleicht ein Heilmittel, aber im Moment können wir nur die Symptome behandeln. Das ist besser für alle. Ich sage es offen, wir sind nicht die Heilsarmee. Und man sagt, die haben das Heilmittel bald. Sie wollen die Leute sterben lassen, weil das nicht in ihrem Auftrag steht? Verdammt nochmal, Alan. Ich habe Kinder. Und ich denke an ihre Zukunft, nachdem das hier vorbei ist. Das ist die Lage. Wir haben kein Heilmittel und wir müssen die Aktionäre zufriedenstellen. Unser Profit kann dann in die Forschung fließen. Das sehe ich ganz genauso. Miss Walters, bleiben Sie bitte. Lassen Sie mich los! Aktives Echo-Signal geortet. Nein, ich scherze nicht. Sie. Das ist direkt vor meinen Augen passiert. Rick, ohne sie ist die ganze Story gestorben. Vielleicht sollten wir das mit der Directive 51 durchziehen. Hast du was dazu? Nein, aber bleib dran. Die Story ist noch nicht tot. Mist, das war nicht gut. Egal, ob Wixix ein Heilmittel hatte oder nicht, der USB-Stick hätte der Durchbruch sein können, den wir brauchen. Ich werde versuchen, diesen Rick Valessi aufzuspüren. Danke, Agent.